Moin, Jungs. Hui. So, dann mache ich die da hinten noch. Hey, hold a moment, Squire. Alter. Ich habe nicht mal was gemacht und die kommen schon an. Spiel, verarschte mich gerade? Ups. Zum Glück nehme ich raus Rauchbomben. Schön dicke Maisfelder rein. So. Ach, das mit dem Pfeilen, das kriege ich wohl voll. Sorgt ja auch für Ablenkung. Hm. Ist da noch ein Gebüsch? Ich weiß es gar nicht. So. Ah, hier ist noch ein Gebüsch. Gut. Kuckuck. Und weiter. Hey, pst. Ah, ich weiß nicht. Ich glaube, die eine Sache, die kriege ich nicht voll. Und die sehen mich nicht. Obergeil. Gut. Jetzt sind nur 200 Meter in die Richtung. Super. Das läuft doch. Das läuft doch, liebe Leutchen. Ach, Mann. So, und ich kann ja noch eben kurz erwähnen, dass dem einen oder anderen ist es wahrscheinlich aufgefallen. Ich habe meinen Kanalnamen verändert. Bin jetzt nicht mehr der Gary, sondern einfach... Oder einfach nur der Gary, sondern... Ja, nee. Boah, halt die Fresse. Sondern Gary's Playbase. Ich dachte mir, der Name, der passt wohl ein bisschen besser. Dann weiß auch jeder gleich, woran er ist. Und hat nicht so große Probleme mit dem Namen. So. Muss ich wahrscheinlich hier hoch, weil sonst komme ich nicht an den Baum. Nein! Aua. Okay, tschüss. Ach, hier gibt's eine Treppe hoch, oder was? Ach, Mann. Gut. Kann ich die erreichen? Ah, nee, die sind noch zu weit weg. Alles klar. Und tschüss. Ach Mensch, das hat einer gesehen. Kuckuck. So. Jetzt aber weiter. Lustigerweise, ich habe immer so... Nein. Leichte FPS-Einbrüche. So. Er fühlt sich jetzt wie He-Man. Hui. Plong, kaputt.
So, der ist verrückt. Ich wünschte, der würde sich jetzt so nach unten stürzen, aber ich glaube, das macht er nicht. Plop. Und der Typ merkt nichts. Der steht da einfach nur rum so. Hä? Was ist hier los? Ich hab nichts gehört. Ist mir auch scheißegal. Gut, wo muss ich da hin? Problem, jetzt, Ah Mann, schade, dass ich hier keine leisen Waffen habe. Aber ich könnte das vielleicht hinkriegen. Moment, ganz kurz. So. Den kann ich schlafen schicken. Kriegt er das mit, oder? Ja. Hui. So. Mann, bin ich gut. Ha, geil. Zack. Mission beendet. Verdammt, hätte ich nur ein Blasrohr angewendet, dann hätte ich für wenigstens 90% gehabt, aber egal. So, eben anders hinsetzen. Gut, weiter geht's. Wisst ihr was? Ich gehe nur eben diesen Aussichtspunkt entdecken. Kann ja wohl nicht lange dauern. Es sei denn, Kenway ist zu doof, da irgendwo hochzuklettern. So. Das wird ja noch ganz interessant. Besynchronisieren. Ich bin gespannt, wie es läuft, liebe Leutchen. Und, wie das noch alles ausgeht. Nein, nein, nein! Ach Mann. Habe ich mich doof angestellt. Gut. Entschuldigt bitte. Wo muss ich jetzt hin? Ja, ich weiß, ich bin in Nassau. Toll. Danke. Die Herren? Nein, nein, nein. Boah, nicht schon wieder. Ah, komm schon. So. Weiter geht's. Nochmal so ein bisschen... Oh, cool. Was war das? Hä? Komisch. Egal. Hui. So, jetzt geht's zum großen Anwesen. Waren wir da eigentlich schon mal drin? Nö. Da haben wir ja noch gar keinen Aussichtspunkt. Alles klar. Liebe Leutchen, ich mach das noch eben schnell. Wie lange nehme ich eigentlich schon? Oh, dreiviertel Stunde erst. Gut. Okay, warum kommen jetzt beide? Das ist Popo. Schwert und Knarre. Au. Hier ist ein Clear Shot. Ich muss eben aus dem Schussbereich. Alter, wie viele Kugeln frisst der? Oh, weg, 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 weg. Gut. Komm, Verteidigung.
Okay. Okay. Come on. Na, komm, komm, komm. Und tschüss. Gibt's da wieder ein Shanty zu holen, oder? Keine Ahnung, egal. Nein, nein, nein. Oh, ich wollte gerade sagen. Synchronisieren. Ach, das ist der Tümpel. Genau. Ah, ja, da. Da schwimmen die ganzen Krokodile rum. Und. Ah. Aua. Oh, Leute, gib. Jetzt komme ich hier nicht runter, oder was? Ich wollte sagen. Stocher. Und. So. Jetzt geht's aber los. Meine Fresse. Na los, Jungs, ihr trödelt. Dieses verfluchte Hanf. Lieutenant. Psst. Hi, Sir. Der Commodore befürchtet einen Aufruhr. Seine Befehle lauten, jedes verdammte Piratenschiff im Hafen zu versenken. Heute Nacht. Gegen die Wünsche des Gouverneurs? Das ist ein direkter Befehl, Soldat. Geht auf der gestrandeten Galeone in Stellung und wartet auf die Befehle des Commodores. Ist das klar? Hi, Sir. Der hinterhältige Bastard. Man sollte dem Commodore die Kehle aufschlitzen, bevor er den Befehl erteilt. Denkst du das? Sonst treiben wir bei Tod im Wasser. Na gut, ich töte ihn. Ihr seid des Wahnsinns. Ich will nichts mit dem Mord am Commodore zu tun haben. Er ist ein Mann des Königs. Wir dürfen nichts riskieren. Na los, ich werde auf dich warten. Alles klar. Jetzt kommt noch mal ein bisschen mehr Action. Wachen aus Ampischzonen heraus töten. Alles klar. Sir, wir haben Informationen für den Commodore. Es ist sehr dringend. Weiter! Viel böses Blut zwischen den beiden Rogers und Chamberlain. Wo ist das Problem? Der Commodore hält nicht viel von Zivilisten, glaube ich. Und es geht das Gerücht um, dass Rogers eine Art Jakobiner ist. Oder schlimmer noch, katholisch. Oh, nein! Oh, 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 da kann ich mir Schlimmeres vorstellen. Oh, nee. Das darf jetzt nicht wahr sein. Das darf jetzt nicht wahr sein. Oh, okay. Nachladen. Habe ich gesagt, es gibt mehr Action? Anscheinend wohl nicht. Warum muss ich auch rennen? Ich Trottel. So, Mädels. Wir haben Informationen für den Commodore. Es ist sehr dringend. Weiter! Das ist gut zwischen den beiden Rogers und Chamberlain. Wo ist das Problem? Der Commodore hält nicht viel von Zivilisten, glaube ich. Und es geht das Gerücht um, dass Rogers eine Art Jakobiner ist. Oder schlimmer noch, katholisch. Da kann ich mir Schlimmeres vorstellen. Ruf die beiden Männer zu uns! Oh. Scheiße, ich brauche mehr Mädels. Oh, willst du mich verarschen? Wie?
Alter, das kann doch nicht wahr sein. Wie soll ich denn das hinkriegen? So, pass auf. So, der ist hinüber. So, Mädels, kommt mal mit. Weiter! Viel böses Blut zwischen den beiden Rogers und Chamberlain. Wo ist das Problem? So. Der Commodore hält nicht viel von Zivilisten, glaube ich. Und es geht das Gerücht um, dass Rogers eine Art der Kopierer ist. Oder schlimmer noch, katholisch. Da kann ich mir Schlimmeres vorstellen. Ruf die beiden Männer zu uns. Hold them. You get back here. Ey, das darf doch nicht wahr sein. Mann, das darf doch nicht wahr sein. So, Nummer 1. 3 Leute aus Ampischzone.